Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und in diesem Video möchte ich mir mit euch die vier Spielmodi angucken, die uns in Jurassic World Evolution 2 erwarten werden. Da haben wir als allererstes natürlich die Singleplayer-Kampagne, die eine Geschichte erzählt, welche nach den Ereignissen von Jurassic World das gefallene Königreich spielt, das heißt nach Jurassic World 2. Für die, die das nicht mehr genau wissen, wie der Film geendet ist, jetzt kommen ein paar Spoiler, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaltet am besten jetzt ab. Es war halt so, dass am Ende die Dinosaurier von dieser Jurassic World Insel entkommen sind und sich ihren Weg in die Freiheit gebahnt haben und immer näher zu den Menschen gekommen sind. Man hat dann halt so Szenen gesehen, wie zum Beispiel da Surfer sind und der Mosasaurus in dieser Welle taucht oder Pteranodons am Himmel vorbeifliegen oder zum Beispiel in einem Zoo der T-Rex gegenüber eines Löwen steht und die beiden sich anbrüllen. Der König der Tiere, der König der Dinosaurier. Das war schon alles sehr, sehr episch. Und auch Blue ist dann am Ende zu sehen, wie sie auf einem Fels steht und ihren klassischen Raptor-Ruf macht und über eine Stadt oder über einen Wohnort hinwegblickt. In diese Richtung wird das Ganze anknüpfen und ich stelle mir das wirklich super, super spannend vor. Natürlich wird es auch so sein, dass wieder einige Originalschauspieler diese Charaktere gesprochen haben, zum Beispiel Jeff Goldblum hat Dr. Ian Malkin gesprochen oder Bryce Dallas Howard, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, spricht Claire Dearing. Das ist natürlich für uns Deutsche nicht mega interessant, weil wir halt die deutsche Version spielen, aber ich gehe davon aus, dass es dann auch wieder die originalen Synchronsprecher sein werden, also wird für uns auch das Erlebnis, denke ich mal, richtig, richtig cool werden. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Modus. Das ist der Chaos-Theorie-Modus oder Chaos-Theory-Mode. Da muss ich echt sagen, dass ich darauf super gespannt und gehypt bin, weil es einfach ein komplett neuer Modus ist, in dem wir Schlüsselmomente aus den Filmen Jurassic World und Jurassic Park nachspielen und den Lauf der Dinge so ein bisschen selber verändern können und beeinflussen können. Das heißt, es entstehen sozusagen solche Was-wäre-wenn-Szenarien. Das heißt zum Beispiel, was passiert, wenn man den Raptor zum Beispiel nicht freigelassen hätte? Was verändert sich dann an der Geschichte? In so eine Richtung wird das Ganze dann ungefähr gehen. Die Idee dahinter finde ich mega gut. Und wir haben ja sowieso schon mal angefangen, die ganzen Filmszenen und sowas nachzustellen. Und jetzt ist es halt so, dass man dann diese Szenen wirklich direkt nachspielt und auch auf die Geschichte halt eingreifen kann und seine eigenen Spuren hinterlassen kann und somit auch den Lauf der Ereignisse verändern kann. Dann kommen wir wieder zu dem Modus, den ich dann wahrscheinlich am meisten spielen werde, nämlich dem Sandbox-Modus. Dort wird man dann wieder alle Freiheiten und Möglichkeiten haben, um seine Kreativität auszutoben, wie man möchte. Man wird alle Dinosaurier freigeschaltet haben, man wird alle Gebäude haben, alle Deko-Sachen und was man da nicht alles freischalten kann. Also man wird, denke ich mal, alles platzieren und bauen können, was es im gesamten Spiel dann gibt, so soll es ja auch sein. Und man wird auch wieder viele Einstellungsmöglichkeiten haben, Dinosaurier-Ausbrüche an, Geld an, Besucherzufriedenheit an und solche Dinge. Also ich denke, da wird wieder alles möglich sein und da kann man sich dann kreativ auch wieder so austoben, wie man es gerne möchte. Und der vierte und somit letzte Modus, das ist der Herausforderungsmodus oder der Challenge-Mode. Den kennen wir auch schon von Jurassic World Evolution 1. Dort wird man dann knackige Herausforderungen haben, die man erreichen und bestehen muss. Zum Beispiel erreichen sie 5 Sterne Parkbewertung in einer bestimmten und vorgegebenen Zeit. Und dann bin ich auch gespannt, wie sehr man das dann noch ein bisschen variieren kann. Weil es wird ja auch wieder je nach Schwierigkeitsgrad dann schwieriger werden mit Stürmen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es in Jurassic World Evolution 2 so sein wird, dass man dann nicht immer nur diese Challenge hat, den Park hochzuziehen in der Sterneanzahl, sondern vielleicht auch mal irgendwelche anderen Ziele. Zum Beispiel erreichen sie eine Dinosaurierbewertung von 5 und die Parkbewertung eigentlich dahinter ist egal. Ich hoffe, es wird auf jeden Fall so sein, dass die Challenges allgemein so ein bisschen flexibler und noch spannender werden. Aber ich denke, alles im Allen wird das relativ ähnlich wie bei Jurassic World 1 sein. Und ja, Leute, das war ein kurzes Video zu den 4 Spielmodi, die uns in Jurassic World Evolution 2 erwarten. Einmal die Singleplayer-Kampagne, der Chaos-Theorie-Modus, der Sandbox-Mode und der Herausforderungsmodus. Ist euch übrigens aufgefallen, dass ich Sandbox-Mode als einziges auf Englisch gemacht habe.
Weil Sandkastenmodus klingt irgendwie immer, ja, weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht so cool. Aber ist ja auch egal, Leute. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert und gefallen. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.